Das will ich sehen, Leute. Schauen wir uns das an, Leute. Das will ich mal sehen vom Kuchen. Innerhalb so, seitdem er seine Partnerschaft verloren hat, der liebe Kuchen. Weiß nicht, hat er seinen Content, finde ich, um einiges verbessert. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf dieses Video. 212.000. Hat sogar mehr Klicks als dieses Knuspertoast. Das ist auch sehr, sehr krass. Einfach in einer Stunde 53.000, also Respekt, wünsche ich mir auf jeden Fall. FIFA Gamings, komplette Selbstzerstörung, Kuchentalks. Also, Like-Dislike-Verhältnis, ja, das sind alle pro ihn. Nee, Bruder, die anderen sind schuld. Simon hat das schon kommentiert. Ich habe nur mitbekommen, dass Till, ich weiß nicht warum, Leute, die Videos jetzt alle plötzlich 1000 Mal hochlädt und gefühlt 7 Videos am Tag hochladet. Jo, Freunde der dummen Entscheidungen. Ich sehe mich quasi als Peter Zwegert von YouTube. Wenn ein Kanal nicht mehr läuft, dann komme ich an und gebe dir tolle Tipps und Tricks, wie du da wieder... Was ist eure Meinung zu Till? Schreibt das mal ran, Leute. Rauskommst. Das ist mein erstes Video. Kannst du mir besten mal Leute, herzlich willkommen hier zu meinem ersten Let's Play Minecraft. Ich hoffe, wir haben viel Spaß. Ich werde hier was bauen und dann gucken wir einfach mal weiter, okay? Abonniert Gronkh. Keine Ahnung, Digga. Ich weiß nicht, was man ändern soll. Das klingt zwar jetzt wie ein übertriebenes Beispiel, aber no joke, ich habe tatsächlich schon solche Videos bekommen und da wurde ich gefragt, was man daran denn noch ändern kann. Sage ich jetzt einfach mal nicht zu. Aber auch abgesehen davon bin ich einfach ein Held in meinem Job. Oh, großer Tim, mein Kanal läuft nicht mehr. Was soll ich tun? Du musst mehr Videos hochladen. Ah ja, okay. Hallo und herzlich willkommen zum nettesten Maunungsblogger. Was soll ich ändern? Gar nichts, mach einfach weiter schlechte Promi-Flash-Videos und geh nicht auf Kritik ein. Ich bin 12 und hab meine Eltern verloren. Was soll ich nur machen? Aber kommen wir mal zum heutigen Thema. Wie ihr wahrscheinlich schon am Thumbnail, den Titel und auch allen anderen Sachen herausgefunden habt, geht es heute noch einmal um FIFA Gaming. Ich habe ungefähr vor einem halben Jahr, als mein Sohn Theodor Gustav Amadeus von Held der Dritte geboren wurde, oder auch Noah, ist, bereits 2 Videos über ihn gemacht. Damals war er halt absolut kritikunfähig, hat seinen Kanal komplett gegen die Wand gefahren und hat in seinen Videos mehr Schrott gelabert als Leute, die viel über Schrott reden. Er hat dann genau zu meinem Geburtstag ein Video hochgeladen mit dem Titel "Es wird sich alles ändern". Übrigens wurde das genau an meinem Geburtstag hochgeladen. Also danke für das Geschenk, Bro. Es wird jetzt so sein, dass in der nächsten Zeit erstmal immer 2 Videos am Tag kommen werden, ja? Eins wird um 12 Uhr kommen und eins wird immer um 19 Uhr kommen, ja? Vielleicht kommt zwischendurch, wenn ich Bock habe, noch auf ein drittes Video, kommt noch irgendwie ein drittes Video um 15 Uhr oder so. Okay, wir schreiben also an die Tafel der Weisheit Folgendes. Er will 2 Videos am Tag hochladen, wenn er Bock hat, sogar 3. Gut, tatsächlich muss ich zugeben, war an diesem Statement halt nicht mehr Statement vorhanden, um ehrlich zu sein. Aber er hat vorher im Februar noch ein anderes hochgeladen. Und auch da hat er wieder reingeschrieben, es muss sich einiges ändern. Wir werden das Ganze mal so machen, Leute, ja. Ich werde ab sofort 1 Video hochladen am Tag. Ich weiß nicht, wie lange, keine Ahnung, vielleicht werde ich das irgendwann wieder ändern. Okay, also vorher wollte er nur noch 1 Video am Tag machen, aber dafür mehr Qualität reinbringen. Ich werde es auch so machen, dass ich die Fußball-Challenges immer mit, oder nicht, also nicht immer, aber oft mit FIFA verbinden werde, ja. Weil ich will diesen FIFA-Teil natürlich nicht ganz weglassen, Leute. Und er wollte wieder anfangen, Real-Life-Fußball-Challenges hochzuladen. Das wird sich aufgeschrieben. Also sind das hier so ungefähr die... Also was mir jetzt so aufgefallen ist, dass er plötzlich dasselbe Video mehrere Male hochlädt. Ich weiß halt nicht, was mit Till los ist. Keine Ahnung. Ey, ich wünsche mir so sehr seine Abonnentenzahlen. Ich weiß nicht. Sogar mein Kanal und... Mein Kanal ist auch schon ziemlich an die Wand gefahren. Macht mit einem Video mehr Aufrufe. Das ist so krass. Die Sachen, die er angekündigt hat, die er gerne ändert. Okay, Kevin, ich schaue noch das Video fertig, okay? Dann würde. Und was hat sich seitdem getan? Naja, er lädt nicht mehr 1 Video am Tag hoch, auch nicht 2, auch 3 sind es nicht mehr so ganz, sondern er lädt an einem Tag ungelogen 13 Videos. 13 Videos, Leute. 13 Videos. Schaut mal, 76 Aufrufe, 118 Aufrufe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie er jetzt Geld verdient. Natürlich, ich glaube, so verdient er trotzdem ein Tausender oder so. Aber... Das macht doch keinen Spaß, oder? Das macht doch keinen Spaß. So. Meine Abo-Box sieht halt normalerweise so aus. Übersichtlich, ein paar Leute sind dabei, man kann sich angucken, was man möchte. Sobald ich FIFA Gaming abonniert habe, sieht meine Abo-Box aber so aus. Da steigt man gar nicht mehr durch und 3/4 der Videos sind einfach von ihm. Ich meine, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sich zu sagen, anstatt 3 Videos, ja, was ja auch schon zu viel ist, kein Let's Player lädt 3 Videos am Tag hoch, beziehungsweise die wenigsten. Gronkh lädt, glaube ich, auch so 3 hoch, oder? Und das hat einen Grund, 13 Videos hochzuladen. Ich meine, runtergerechnet hast du...
Er hat sich das alles selbst kaputt gemacht, oder wie ist das passiert? Ich würde auch so gerne wissen, wie das passiert ist, Leute. Plötzlich so von einem Tag auf den anderen sagt er jetzt, bam, ich lade jetzt einfach 13 Videos an einem Tag hoch. Das ist sehr, sehr schwierig, aber was soll ich sagen? Du selbst, wenn du 24 Stunden am Tag arbeitest, für ein Video nicht mal 2 Stunden Zeit. Also, dass das keine gute Idee ist, das muss dir doch selber auffallen, oder? Stell dir mal vor, du hast bei dem Kanal die Glocke aktiviert, Alter. Du bekommst ja alle 2 Stunden so eine Benachrichtigung. Du machst ja nichts anderes mehr. Übrigens aktiviert bei mir die Glocke. Als ich die damaligen Videos über ihn erstellt hatte, hatte er im Monat immerhin noch um die 700.000 Aufrufe im Monat. Das ist jetzt für über 400.000 Abonnenten nicht allzu viel. Warte, hat er jetzt 600.000 Abonnenten oder 400.000 Abonnenten? Aber 700.000 Aufrufe, ja, das sind eh knapp 1.000 Euro. Je nachdem, CPM, Product Placements, ja, bei Placements sind es eh mehr, aber... Viele, aber ja. Hey, fast 1 Million. Das Ganze ist halt, seitdem er 13 Videos am Tag hochlädt, halt deutlich runtergegangen. Natürlich, weil die Leute einfach genervt sind und er auch noch die letzten aktiven Zuschauer damit weggeekelt hat. Statt 700.000 macht er jetzt gerade halt noch 400.000 Aufrufe im Monat. Während seine Videos damals wenigstens noch 1.000 bis 2.000 Aufrufe erreicht haben, ist es für ihn heute schon glücklich, wenn sie halt die 700... Ja, das finde ich krass, Leute. Wie viele Aufrufe mache ich? Ich mache echt auch nicht viele, aber ihr wisst, ich streame derzeit sehr, sehr viel. Bei 70.000 Abonnenten. Okay, das letzte hat 708. 1239, 744, 3100, 3000, 2400, 3000, 3000. Sind aber alle Streams. Gehen wir mal auf... Ja, ich habe halt... In FIFA 20 nicht viele Videos hochgeladen. Da habe ich echt mehr gestreamt, als ich Videos gemacht habe. 19.000, 10.000. Das Video, diese Reaction auf Till, hat mehr Aufrufe als manche seiner Videos, seine 10 Videos zusammen. Das ist, ja. Das hatte 10.000 Aufrufe auch auf Till. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt auch mal wieder durchziehe, nur wird es halt nicht 10 Videos an einem Tag sein, sondern maximal 2 Videos. Road to Glory und Pack to Glory. Maximal 2. Allerhöchstens, wirklich, das wäre allerhöchstens. Aber da muss was Krasses passieren. Da muss ich irgendwie einen krassen Spieler ziehen, dass da noch ein drittes Video kommt. Aber parallel dazu habe ich ja jetzt in Twitch, also bin ich auf Twitch gewechselt, dass ich da meine Videos wieder hochlade. Weil es sieht, Leute, wenn ich diese Playlist nicht gemacht hätte, ich habe diese Playlist jetzt gemacht mit Part of FIFA Uploads, wo man hier dann mehr ansehen, wo man dann eben nur die Videos sieht, vielleicht vereinzelt einen Stream. Aber wenn man hier auf Videos geht, mir gefällt das selbst nicht, Leute. Mir gefällt das überhaupt nichts. Weil da halt auch bei den Streams, ja, das sind halt immer dieselben Themen gewesen, ne? Aber halt immer dasselbe Thumbnail. Ich finde, das schaut alles andere als clean aus, ne? Wie es davor halt immer war. Und deswegen, ja, bin ich froh, jetzt mit dem Wechsel auf Twitch und damit der Kanal halt auch wieder cleaner aussieht und ja, mal sehen, wie das dann letztendlich dann ausgehen wird in FIFA 21. Ganz, ganz wichtig ist da irgendwie wieder in den Algorithmus reinzufinden, aber so wie Till, das ist zu viel. Das Krasse ist, Till ist ja um einiges länger auf YouTube als ich unterwegs, das sollte das ja eigentlich alles checken, ne? Beknacken. Viele Videos haben nicht mal 300 Klicks. Kein Plan, Digga, aber ich glaube, du bist die Parodie eines YouTube-Kanals. Vor allem auch kleiner Funfact, 300 Klicks bei 400.000 Abonnenten, das bedeutet, dass 0,08% deiner Zuschauer aktiv deine Videos gucken. Ich glaube, nicht mal Commander Krieger hat so eine geringe Zahl. Aber das ist ja nicht mal alles. Wenigstens hält er sich noch an eine Sache. Und zwar lädt er einen Track am Tag hoch. Manchmal sind es auch 2 oder 3. Aber zumindest lädt er mindestens einen Track hoch. Ich meine, allein da. Es ist ja okay, wenn du Spaß daran hast, Musik zu machen. Und du kannst es ja auch ruhig weitermachen. Da hat keiner was dagegen. Nee. Aber findest du es nicht auch irgendwie besser, wenn man da ein bisschen mehr Mühe reinsteckt? Versuch dann... Ich habe jetzt auch so vor kurzem in 2, 3 Songs reingehört. Ich fand die am Anfang, einiges besser. Ich weiß nicht, warum Till so denkt, Masse ist Klasse. Ich finde, Klasse ist größer als Masse, ne? Ein Video aber da richtig schön viel Arbeit investieren, ist für mich viel, viel wichtiger als 10 Videos einfach runterzurotzen, ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, wenn man das bei ihm so sieht, werdet ihr sicher sogar derselben Meinung sein. Seinem Flow zu arbeiten, ein bisschen was Besonderes zu machen, vielleicht irgendwas, was die Leute sich auch anhören wollen. Ich meine, hören wir einfach mal in den Track rein. Ich meine, seine letzten 5, 6, 7 Tracks sind halt alle so. Er flüstert einen nur noch rein. Ach. Was macht dir denn daran Spaß? Ich flüster irgendwas. Genau, Qualität größer Quantität. Genau so ist das. Flee, grüße dich.
sitzt Mike, was keiner versteht, ha lol. Es hat schon einen Grund, warum Capital Bra und Young Alpha die einzigen sind, die 10 Alben im Jahr hochladen. Weil die anderen sich halt wenigstens ein bisschen Mühe mit ihrer Musik geben. Dazu lädt er halt seine Videos und seine Tracks auch noch öfters als einmal auf seinen Kanal hoch. Sein Track Dein Held hat er zum Beispiel an einem Tag auf seinem Kanal dreimal hochgeladen und... Dein Held. Ja, okay, aber das... Wow. Ich weiß nicht, dieses... Was sagt er? Ich finde das... Bisschen frech sogar, oder? Viermal hat er das hochgeladen, nicht mal dreimal. Viermal, Leute. Official Music Video, Official Audio, Comic Music Video. Das ist schon frech. Also letztendlich pusht er das schon sein Spotify noch ein bisschen, aber das ist Verarsche. Keinen Plan, ich muss mir das jetzt mal anschauen. Und auch auf seinem Zweitkanal, der den passenden Namen Hit Factory trägt, bei Musikclips mit 30 Aufrufen, hat er das ebenfalls zweimal hochgeladen. Sein Lied L.A. zum Beispiel ist dagegen fünfmal. 1, 2, 3, 4, 5. Leute, Till, was ist los? Was ist los, Alter? Das hat sogar noch ein bisschen mehr Aufrufe. Was ist los, bitte? Und das schreibt er dann auch manchmal noch anders, ne? Mit IA, LE, IA, LE, also kleines L. Das ist so krass. Auf seinem Kanal vertreten. Auch Bella Bella Ciao wurde hier fünfmal hoch. Schaut mal das hier mit Groß-Klein, Groß-Klein. Leute, ich verstehe dich nicht, Till, ey. Warum machst du das? Komm bitte einfach wieder zur Vernunft, ey. Keine Ahnung. Hochgeladen. Und wie gesagt, auch noch 2, 3, 4 Mal auf seinem Kanal Hit Factory. Es ist ja nicht mal so, dass die Videos hier mehr Aufrufe machen. Tatsächlich ist es halt auch besser, weniger Videos hochzuladen, weil die Leute dann länger Zeit haben, auf dieses Video zu klicken. Deswegen ist es auch Reichweite technischer halt viel klüger, einen Song nur einmal hochzuladen, damit alle Leute genau dieses Video anklicken und das eher viral geht bzw. vorgeschlagen wird. Ja. Auch seine FIFA-Videos lädt er halt einfach öfter. Mit den FIFA-Videos habe ich auch schon mitbekommen. Ich habe meine mit Wix erstellt. Ich zeig dir mal, wie das geht. So krass, Leute. Das hoch. Zum Beispiel dieses Overmars-Icon. Das kann. Eine Frage, bei SBBs kommunizierst du mit WhatsApp oder Discord oder sonstiges, schreibst du einfach dann, lass mal SBB drehen oder wie? Nein, also es kommt immer drauf an, mit wem man aufnimmt. Mit Real FIFA zum Beispiel ist es über Discord, bei Shenya ist es über Skype, bei irgendwem war das auch schon über WhatsApp und man macht sich das gewöhnlich, je nachdem wie man mit ihm ist, ne? Man sagt doch, ja, nächste Woche nehmen wir auf, warten wir dann noch auf einen geilen Spieler und bam, da macht man sich dann einen Aufnahmetermin aus. Pro Kanal dauert die Aufnahme circa eine Stunde und ja, so funktioniert das Ganze. Kam am 4.8. und am 26.7. Warum? Am 4.8. und am 26.7. Warum? Denkst du, deine Zuschauer haben halt Bock darauf, sich alle 3 Tage... Er hätte jetzt ein etwas größerer sein können von den Aufrufen, wenn er weiterhin abwechslungsreiche Videos gebracht hätte, wie zu FIFA bis 18 Zeit, ne? War nicht krank diese Zeit, aber jedenfalls besser als jetzt, da bin ich absolut deiner Meinung, mein Lieber. Die gleichen 10 Videos anzugucken? Vor allem hat er in dem Statement-Video damals ja auch noch Folgendes gesagt. Ich will halt für jede Zielgruppe was täglich sozusagen machen, ja? Und welche Zielgruppe guckt sich gerne 2 bis 5 Mal am Tag das gleiche Video an? Sehr komische Leute, die du da hast. Auch beim Thema Clickbait ist unser Jungspund natürlich sehr weit oben mit dabei. Er lädt zum Beispiel jeden Tag eine 195er Icon-Rated Foot Drop Challenge hoch. Das ist ein Spielmodus, wo du quasi auf einem leeren Spielfeld immer Spieler ziehen musst. Beim Torwart zum Beispiel hast du dann 4 oder 5 Torhüter, die du da auswählen kannst. Das Ziel ist es jetzt quasi, die beste Mannschaft, die dir möglich ist, zu erstellen. Dadurch, dass Bewertung und Chemie jeweils bis 100 geht und zusammengerechnet wird, ist 195 halt schon wahrscheinlich auch das Beste, weil ich glaube 100, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, ist auf jeden Fall halt schon mega krass, wenn du halt eine 195er Bewertung hinbekommst. Bei den Videos, die er hochlädt, hat er dann aber zum Beispiel 188, bei einem anderen 185. 91 Chemie, 183er Bewertung, aber er pusht nochmal seine Autogrammkarten, Leute. 94 Holy Prime Icon Moments in 195 Rated Foodcraft Sommer Hitze Challenge. Ich finde, so ein Titel ist sogar noch viel, viel schlimmer wie diese Fake-Discards, die ihn damals zu Last gelegt wurden oder vorgeworfen wurden. Ich finde, das ist um einiges schlimmer, Till. Es tut mir sehr, sehr leid, aber wie kommt man auf diese Idee? Mal eure Meinung rein.
80 und beim dritten ist er wenigstens nur knapp daneben, 192. Die 195 werden allerdings nie erreicht, aber genau das ist ja der einzige Punkt, warum ich mir dieses Video eigentlich angucken würde. Ja eben, weil es im Titel steht, Leute. Es ist halt einfach nur ein dummer Clickbait, das heißt, selbst wenn neue Leute... Weil Summer Hits, an Summer Heat Spieler gibt es die im Fooddraft, Leute? ...auf dieses Video aufmerksam werden und am Ende nicht das kriegen, was im Titel steht, dann werden die dich nicht abonnieren, sondern sind direkt wieder weg. Was erreichst du mit sowas? Was ich bei ihm sowieso nicht verstehe, sind halt so Aussagen, die er damals gebracht hat. Mir ist egal, ob mein Kanal gut läuft. Ich mach das alles einfach nur zum Spaß. Klicks sind mir absolut egal. Wenn dir aber Klicks, Aufrufe und so weiter vollkommen egal sind, warum benutzt du dann Clickbait? Weil dir kann es doch ganz... Das stimmt. Also, da macht die eine Aussage absolut irgendwie gar keinen Sinn, ne? Weil dieser Clickbait, das ist Wahnsinn. Macht Pro uns aber auch... Was macht Pro uns, Samu? Egal sein, ob deine Videos von 5 oder 10 Leuten angeguckt werden. Und die Frage ist, warum du dann Videos 4, 5, 6, 7 Mal hochlädst. Ich meine offensichtlich, weil du halt Aufrufe darauf haben möchtest. Verarsch dich doch einfach nicht selber. Dazu hatte er ja auch gesagt, dass er halt wieder Real-Life-Content bringen möchte. Glaubt ihr, dass es halt passiert? Nein. Nein, er hat glaube ich 1, 2 Challenges mal hochgeladen und das war's. Geile Idee, aber gar keine Umsetzung. Diese Real-Life-Videos kommen wahrscheinlich auf deinem Kanal sogar relativ gut an. Und es gibt so viele Real-Life-Fußball-Challenges, die man machen kann, die einfach cool sind und nicht viel Arbeit benötigen. Warum hältst du dich nicht an... Ich finde eigentlich, dass Thiel eine sehr interessante Person ist, ne? Er könnte so viel über sein Leben sprechen, alleine schon diese Köln-Sache da, diese RTL-2-Geschichte, ne? Kann er so ein geiles Video machen, wie es dazu gekommen ist, wie war der Dreh, bin ich noch dort, was mache ich jetzt dort, wie wird das sein, wie viele Jahre habe ich Vertrag. Da kann er so geile Videos machen und das alles auch in Form eines Vlogs und so weiter. Aber nein, er investiert die Zeit für 13 Videos an einem Tag, eigentlich anscheinend ständig am PC sitzend, wie er jetzt das Video nochmal hochlädt und die Titels und das... Thumbnail und blibla. Er könnte so viel machen, ne? Ach, keine Ahnung. Du kannst Rohheim fest und sagst dir so, ja Mann, ich will jetzt wieder etwas mehr Arbeit in meine Videos stecken. Tatsächlich hast du halt seit diesen beiden Statements, die du gemacht hast, nochmal einen Schritt in deinem Kanal zurückgemacht. Er soll mir, was auch sehr, sehr interessant wäre oder was mich einfach interessiert, wie sieht der Alltag von Till aus? Wann steht er auf? Was macht er dann? So richtig so nach Minuten, ne? Ich stehe um 7.30 Uhr auf, ich gehe mich duschen, mache mir die Haare, putze mir unter der Dusche die Zähne, fahre zur Arbeit, rufe währenddessen meine Freundin an, dann steige ich aus der Straßenbahn aus, rufe nochmal meine Freundin an, dann arbeite ich, dann gehe ich auf Mittagspause, in den meisten Fällen esse ich eine Schnitzelsemmel, um 18 Uhr habe ich von der Arbeit aus, rufe nochmal meine Freundin an, und währenddessen dazwischen habe ich auch ein paar Mal meine Freundin angerufen, paar Mal Instagram-Zeug, paar Mal Twitter und dann komme ich meistens um 19 Uhr heim, ich esse was, rufe wieder meine Freundin an oder sie ruft mich mal an. Nein, eigentlich ruft sie mich an die ganze Zeit oder in den meisten Fällen. Aber ja, dann streame ich oder ja, in nächster Zeit wird es dann wieder so sein, dass ich Videos aufnehme. Aber wie sieht es bei dir aus, Till? Stehst du auf, setzt du dich gleich an den PC, denkst du dir, ja okay, das Video habe ich jetzt vor einer Woche hochgeladen, das lade ich jetzt nochmal hoch. Titel, Thumbnail, perfekt, sehr, sehr gut. Ah, und das nächste Video nehmen wir einfach eines, was wir vor 10 Tagen genommen haben. Und das, wie? Leute, ich check das nicht. Weil 13 Videos an einem Tag hochladen, ne? Dann noch seine Songs. Dann, er hat ja noch, dann noch seinen Hit Factory Account, seinen FIFA Gaming Account, sein Spotify hat er noch. Streamen, glaube ich, macht er gar nicht mehr. Wie sieht dein Alltag aus, Till? Das geht einfach gar nicht. Du warst sowieso schon am Boden. Es ist halt wirklich einfach absolut traurig, dass der Kanal FIFA Gaming nach 5 Monaten einfach noch mehr am Boden ist, als vorher schon. Normalerweise ist es ja so, wenn man so ein Statement macht und ich finde, die Videos von Kuchen oder auch von Simon, von Broski und keine Ahnung, wer alle auf ihn reagiert hat, sogar Monte, ich finde, das ist sogar ein krasser Reichweiten-Push gewesen, Alter. Plötzlich sind so viele Leute, so viele Augen auf ihn gerichtet. Wenn er da nur wirklich 2, 3 Bombenvideos hochgeladen hätte, bam! Ich denke, das hätte mehr geholfen, wie solche Reactions, wo er die Reactions sogar noch auf 5 Teile cuttet.
Ich weiß nicht, da hat er den Absprung verpasst, Freunde. Keine Ahnung, wie er das Ganze sieht. Aber immer noch, ich bin immer noch der Meinung, ich hab immer noch nichts gegen Till als Person, aber als Kunstfigur FIFA Gaming ist es schon sehr, sehr schwierig, irgendwie zu ihm zu stehen oder zu ihm zu halten, weil er einfach schon so oft sich widersprochen hat, wisst ihr, was ich meine? Trotzdem, ich wünsche Till einfach immer noch alles Gute, ich wünsche dir nur das Beste, aber du kannst eigentlich so, du hast wirklich dieses Privileg, einfach über 400.000 Menschen auf einen Kanal zu haben. Du hast noch keine Ahnung, wie viele Instagram-Follower, ich glaube sogar, nein, blauen Haken hast du, glaube ich, nicht, aber ich weiß nicht, du hast so eine, nein, blauen Haken hast du nicht, aber 76.000 Instagram-Follower, er könnte so viel aus sich machen, ne? Ich dachte, das ist gar nicht möglich. Er erkennt halt einfach sein eigenes Potenzial nicht, wenn er einfach mal anfangen würde, wirklich nur ein, zwei Videos am Tag hochzuladen, aber das Ganze gut, mit Arbeit, ein paar... Genau dasselbe habe ich auch gerade gesagt. Real-Life-Videos, ein paar geile FIFA-Videos, was weiß ich. Dann könnte der Kanal zumindest ansatzweise wieder gut laufen. Ich weiß nicht, wieso man seinen eigenen Kanal so gegen die Wand fährt. Also sorry, ich meine, ihr könnt mir nicht sagen, dass FIFA-Gaming nicht im Hintergrund irgend so einen superreichen Supermillionär hat, der ihm irgendwie 1 Million Euro gibt, wenn er seinen Kanal komplett gegen die Wand fährt. Weil anders kann ich mir so ein dummes Verhalten einfach nicht erklären. Wenn sein Abo-Zuwachs so weitergeht, dann hat er übrigens nächsten Monat die 400.000 erreicht, also beziehungsweise halt unterschritten. Immerhin gibt es ein neues 400.000 Special. Wir freuen uns drauf. Es triggert mich halt wirklich, wie krass man einen Kanal so dumm gegen die Wand fahren kann. Ja. Ehrlich. Naja, was soll man noch weiter dazu sagen? Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, meine Freunde. K-Thanks, bye. Übrigens, wenn du keinen Bock auf den Kanal hast, dann verkauf ihn doch einfach, Digga. Jeder 12-jährige Minecraft-Let's Player hat mehr Bock auf Videos als du. Yeah. Ist eine harte Ansage, aber irgendwie auch, ja, etwas Wahrheitsgemäßes steckt dahinter, ne? Oder, ja, hinter der Aussage. Ist schon krass.